Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Nix Entzockt. Oh. lange ist von den Mails gekommen. Ich war eine Zeit lang erkältet und hat mich richtig flachgelegt. Flachgelegt gesagt. Nein, Entschuldigung. Nee, ich war wirklich down mit meiner Krankheit. Also wirklich hohes Fieber und Husten. Ich bin immer noch nicht wirklich davon weg. Jedenfalls von dem Husten. Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das hier auch dann passt. Ja, es hat sich viel geändert. Sehr viel neue Sachen sind dazugekommen. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen an Städten und auch an, sag mal, an Leuten, obwohl ein paar, naja gut, es ist, also ich glaube, die größte Änderung liegt daran, dass jetzt eine Welt, also eine alleinstehende Welt, mit drauf gekommen ist. Die Welt nennt sich mittlerweile Meldoran. Bekannt war sie früher unter dem Namen Tauten. Tauten kennen vielleicht die einen oder anderen. Ist das Projekt von Patrick. Früher hat noch der Minecraft-Admin da mitgewirkt, beziehungsweise der Marco, auch bekannt als Paradox36. Mittlerweile macht Paradox36 bekanntlich ja nichts mehr wirklich in Minecraft. Ab und zu kommt er mal auf den Server und guckt sich mal so an, was wir so Schönes machen. Aber seit gestern ist dann Tauten bzw. Meldoran, die Stadt, hiermit ein Bestandteil dieses Servers. Nicht der Welt, also Scharin hat mit der Welt nichts zu tun. Aber auf jeden Fall gehört, also die Serverteilnehmer sind diese nicht, sondern eher nur die Kosten. Das muss ja auch sein. Ich kann ja nicht alles alleine tragen, weil 13 Euro bzw. fast 20, die ich dann ab dem ersten Monat, also ab dem nächsten Monat dann ausgeben muss, ist natürlich ein bisschen viel für den Server. Und also habe ich Patrick höflich darum gebeten, dem ich meine Schläger, nein, geschickt habe, nein. Gebeten, mir da ein bisschen zu unterstützen, weil ich meine, einen eigenen Server zu mieten bzw. zu kaufen ist ziemlich teuer. Und da sein alter Server, der gesponsert wurde von dem Pande, kennt vielleicht auch ein paar von euch, weiß ich nicht, aber der ist auch nicht mehr so unbekannt, hat ihn den gesponsert und der ist ausgelaufen. Und ja, habe ich halt freundlich gesagt, komm, was soll's, wir machen die Welt auf einen Server. Und ja, wir wollten sowieso die auf einen Flatmap machen, und da die 1.2.4 jetzt draußen ist, habe ich die auf die Flatmap gesetzt und also habe ich es drauf kopiert, und ja, und jetzt gibt es fröhliches Gebaue. Ich muss dazu sagen, der Server läuft noch nicht auf der 1.2.4, das heißt, wir müssen noch warten, bis wir mit den neuen Blöcken arbeiten können. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt noch gar kein Bucket-Update. Kein Craft-Bucket dafür. Geschweige denn, sind die Plugins schon alle, die wir hier brauchen. Ich kann euch die ja mal zeigen, indem ich Slash Plugins mache. Das sind unsere Haupt-Plugins, sage ich jetzt mal. Davon brauchen wir in dem Sinne Auto-Message, Simple Backup, Voxel Update, World Edit, Multiverse Core, Voxel Sniper, Weatherman und Essentials. Das PLG Set Spawn ist nicht allzu wichtig, da das brauchen wir einfach nur, um die Spawn zu setten. Das heißt, gerade für die Welt Meldoran war das wichtig, dass wir den Spawn setten. Jetzt sagt er mir, dass der Spawn irgendwie da liegt, aber auf den Server ist irgendwie so eingestellt, oder ich habe das Update bei irgendwie so eine Einstellungssache bei Essentials, dass mir Kompass zu meinem Home-Bett, also zu dem Bett, in dem ich letztens drin lag, angezeigt wird. Aber nun gut, weiter geht's mit den Informationen. Das waren nämlich noch längst nicht alle. Wie ihr unschwer sehen könnt,
baue hier gerade etwas und Facebook-User wissen schon ungefähr, was das hier ist. Und zwar ist das hier meine neue Stadt, von der ich auch noch ein extra Video machen werde, sobald sie ein bisschen schöner ist. Deshalb bauen wir hier dran. Also hier baut der X-Bahn X, die Merlinlauf MC und ich dran. Und dann natürlich ein paar kleine Helfer, wie der Schlemm98, der hier auch mit sehr viel Tatendrang mitarbeitet. Aber dank Schule und auch Arbeit ist das natürlich. Gehen die Arbeit noch ein bisschen schleppend voran. Aber wir stecken wirklich jede einzelne Freizeit hier rein. Ich kann euch ja mal ein bisschen was zeigen. Kommt, ich will euch nicht so auf die Folter spannen. Ihr habt so lange nichts von mir gesehen, deswegen mache ich das jetzt. So, wir haben hier die Stadtmitte. Die Stadtmitte ist das größte Gebäude hier auf der gesamten Map. Das geht von Höhe 4 auf Höhe 256. Also es ist einmal von ganz unten nach ganz oben gebaut worden. Ist praktisch, also die ganze Stadt hier heißt Ophelia. Ophelia ist, hat den Namen bekommen nach dem ersten Königstochter. Die Geschichte auch ein bisschen tragisch natürlich wieder gemacht, weil die Tochter starb schon in den Jahren an einer Krankheit, bla bla, und das ist jetzt hier, also eigentlich ist es ein Teil von Sharin, so eigentlich alles ist ein Teil von Sharin, weil die Welt heißt ja Sharin. Was für ein wirres Gerede. Ja, so sieht das Ganze dann von oben aus. Daran haben auch der Pani, die Melanie und ich dran gebaut. Ungefähr, ich glaube, ein paar Tage, so 4-5 Tage haben wir dran gesessen. Ist aber noch nicht ganz gesamt. Ups. Achso. Ist noch nicht ganz fertig. Aber fehlen auch noch ein paar kleine Verzierungen und so. Ja. Aber sonst ist es fertig. Und die Stadt heißt Ophelia, also O-P-E-H-L-I-A. Einfach zu merken. Naja. Okay. Wir mussten natürlich. Also ich hatte mir was vorgenommen. Und zwar wollte ich so diesen Kontrast schaffen, dass wenn man von da oben steht, immer noch den Eindruck bekommt, boah, ist das Gebäude groß. Und wenn man hier unten steht, natürlich, boah, ist das Gebäude bombastisch. Diese Adler hier, diese wunderschönen, hat die Melanie gebaut. Finde ich auch sehr schick. Das werde ich angeschrieben. Boah. Ja, wir müssen hier natürlich noch einiges rüber, also hier ist auch noch nicht alles fertig, also auf jeden Fall hatten wir so diese Podeste hier runtergesetzt und jetzt kommen wir halt ach die Liebe. Ich habe auch eine Freundin, ich weiß auch wie das ist. Ach, es ist ja alles Spaß. Naja, Spaß ist nicht. Also es ist nicht Spaß, dass morgen deine Freundin kommt. Ich meine, ich freue mich für ihn. Also jetzt, ach, vergiss es. Ich meine, ich habe selber eine Freundin. Schimm. Ja, der T-Quicks 06, der Harald 01, Mr. Harald 01 06, glaube ich, heißt er auch auf YouTube. Macht auch ein paar Videos. Ich kann ja gerne mal den Link in die Beschreibung, also den Link zu seinem Kanal in die Beschreibung setzen. Da könnt ihr mal ein bisschen gucken, was er so macht. Boah. Ne? Auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch einen Palast. Dieser Palast gibt es einmal viermal drumherum gesetzt, also auf jeder vier dieser Podeste. Die Paläste nennen wir jetzt so Paläste, weil es sollte eigentlich ein Palast sein, wo eigentlich jemand drin sitzt und regiert, aber wir werden das anders machen, wir werden das hier umändern, und zwar werden wir das dann als, wenn wir hier so, sag ich mal so, sieht schon die Bücher, dann werde ich hier so in die Mitte, also wir haben hier in der Mitte, das ist also symmetrisch. Werde ich dann irgendwie so ein Podest bauen und dann einen Drachenei drauflegen, weil es gibt ja auch mittlerweile vier Drachen in der Welt. Okay, dann haben wir hier noch die, ich muss auf die andere Seite, haben wir hier noch, sag ich mal, die Stadtmauern.
Nein. Ja, ich liebe einen. Ja, der Mega ist halt der Mega Racer. Und der halt der Captain Caps Lock, ja. Ah, jetzt lecken die beiden mich an. Fuck. Professionalität im Eimer. Ich schreibe mich immer bei Skype an, das wird ja immer besser. Marco, was machst du? Aufnehmen. Hi an alle da draußen. Lol. Oh mein. So. Naja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir lassen uns gar nicht davon stören. Wir lassen uns gar nicht Professionalität, meine Freunde, Professionalität, ne? Also das geht gar nicht, ne? Na, das dürft ihr noch gar nicht sehen. Nein. Wir haben mehrere Eingänge. Davon, also wir haben vier Eingänge. Norden, Osten, Süden, der Westen. Ah, mein Hundi kommt mit. Bleibt mal da sitzen. So. Dann haben wir hier zwei Statuen. Die Statuen ja, werden an jeden Eingang kommen. Die halten so die schön die Hände, so ähnlich wie die auch am Spawn. Und drumherum werde ich dann versuchen, mit dem Patrick ein paar Berge zu setzen. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht den ganzen Dinger hier wegmachen. Ist ein bisschen schwierig, aber man kann es schaffen. Wir hatten hier sogar schon mal Berge, aber leider sind die, waren die zu, also war die Fläche für das Gebäude, also für das die Stadtmitte schon zu klein. Also wir hatten, ich kann euch die Berge mal zeigen, hier gibt es noch ein paar, wir mussten den Berg gesamt hier wegmachen, also fast den ganzen Tag Arbeit umsonst. Da fühlte sich natürlich auch der Patrick ein bisschen veräppelt, weil es ist natürlich immer eine Frage von Zeit. Und ja, und hier sehen wir auch schon, haben wir ein paar Berge. Was waren die davor? Ich habe auch ein bisschen mit, natürlich ein bisschen Berge mitgemacht. Ja. Aber halt mussten wir die halt hier alle wegmachen. Ist nicht so schön gewesen. Aber was das Beste war, und ich, deswegen bin ich auch hier, hier geblieben, das war, dass ich hier meinen allerersten Dschungeltempel gefunden habe. Oh. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh. Katzi, Katzi, so. Jetzt? In der Aufnahme? Jetzt in der Aufnahme? Ach. Ach. Ich hätte doch wahrscheinlich doch die Aufnahme machen sollen, während kein Aftenserver ist. Marco, cool, mein Gast kommt wohl nicht genommen. Naja, who cares? Oh, naja, gut. Kann ich es auch nicht ändern. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt mache ich auch mal den Chat aus. Einstellungen, Farben. Oh, cool. Weblinks, Chat zeigen. Verbergen. So. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Okay, das war jetzt ungefähr so, dass ein Einblick auf, in die Stadt. Natürlich werden hier noch einige Sachen kommen. Also es ist natürlich noch lange nicht fertig. Also wir bauen, also ich baue da auf jeden Fall ein bisschen mehr dran. Ich hoffe, dass... ach ja, die Häuser kann ich euch nochmal zeigen. Man sieht auch mal ungefähr, wie die Häuser hier aussehen werden, die hier kommen werden. Ja, hab ich glaube ich noch nicht so richtig gezeigt. Das ist natürlich die Frage, wo sind sie? Da kommen sie. Also jedes Haus fängt mit diesem Podest an. Die Podeste sind alle vorgefertigt. So, die werden halt immer auf eine Stufe runtergebracht. Wahrscheinlich werde ich die auch auf jede Stufe einmal bringen. So wie wir da schon probiert haben. Das Ganze hier ist eine Steampunk-Stadt. Also Steampunk ist hier halt der Hauptsensor, sage ich mal, der ganzen Stadt. Hier geht halt, hier genau natürlich Treppen runter. Und hier habe ich natürlich, wir haben natürlich in den Treppen ein bisschen gefailt. Aber wir können natürlich außen und innen immer so drei lassen, dann, also da und da immer außen drei lassen, dann passt das. Ja, das hier habe ich schon gebaut. Es gefällt mir noch nicht so ganz. Also ich werde ja auch ein bisschen experimentieren mit meinem Bauwesen. Aber wir könnten ja mal eure Meinung dazu schicken, wie ihr das so findet, so wie ich hier gebaut habe. Mein Problem ist, ich kann keine Details bei kleinen Gebäuden machen. Also ich versuche es zwar immer, aber ich kann dann auch eher bei großen Gebäuden mehr Details reinbringen als bei kleinen.
Aber ich glaube, das ist normal. Das ist irgendwie. Aber der Patrick kann das besser wie ich. Viel besser. Melduran werde ich euch nicht zeigen, weil das ist nicht mein. Also mein Augenmerk da. Das wird euch der Patrick zeigen. Der Patrick wird auch immer in der irgendwo im Video und auch unter der in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und natürlich könnt ihr ja mal da reinschauen. Ist auf jeden Fall ein cooler. Warte, hier ist irgendwas falsch. Lol. Also hier hat irgendjemand ganz stark mit World L gefehlt. Aber richtig stark. Aber das kann man alles ändern. Das machen wir jetzt auch. Ah ja, der Chat geht nicht mehr. Juhu! Hoffentlich erinnere ich mich daran, dass ich auch da wieder reingehe. Wer ist jetzt alles? Ach, der Wenger ist auch wieder da. Ja, Wenger gehört dann halt zu Patrick mit dazu. Und jetzt kommen wir zu meinem Haupt, ja, Anliegen. Ich suche jemanden für das. Oh, ich muss jetzt doch. Aber ich. Optionen, Chat-Einstellungen. Zeigen nur Befehle. So. Also ich suche noch einen für das CBT. Also für Schrena Bauti. Einen. Wirklich einen. Bewerbungen, also die Bewerbung, ich werde die Bewerbungen lange laufen lassen. Also erst wenn ich einen wirklich habe, mache ich die Bewerbung Ende. Ich werde auch noch mein eigenes. Ich werde auch dann mal ein eigenes Video danach zu machen, aber auch nur mal noch eine kleine Information dazu. Was? Oh. Nein, oh. Zeigen. Also jetzt geht's. Hier ist er da. Okay, jetzt sollte es. Okay, hier ist noch falsch. Pup. Nee, warte mal, wir machen das mal anders. Egal, wer das hier gemacht hat, er hat gefailt. Mal wieder. Oh, Tico's left the game. So. Sitzt hier. Ja gut, hier wurde falsch gebaut. Das kann man auch hier ändern. Alles klar, das war's dann auch schon mit der heutigen Aufnahme. So sieht das Ganze aus. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal überall die ganzen Dinge hinstellen. Hier, das ist ein bisschen kleiner geworden. Das ist jetzt nicht mehr ganz so symmetrisch, wie man hier so sieht. Ich muss das also, ich werde das wahrscheinlich ein bisschen umbauen nochmal, weil hier fehlt jetzt ein bisschen mehr die Symmetrie. Also die sichtbare Symmetrie, bei nicht sichtbarer Symmetrie lasse ich es, dann ist es mir scheißegal, aber sichtbare Symmetrie ist es mir dann halt nicht mehr so scheißegal. Und wir müssen auf jeden Fall das ändern. Oder ich muss es ändern. Ja, das Texture Pack werde ich demnächst dann auch für die 1.4.2 updaten. Das Texture Pack würde ich auch jedem empfehlen, der in Charin arbeiten bzw. bauen will und es gibt ja auch dann bald ein Update, also ein downloadbaren Update für Charin, also für die Welt. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, das Texture Pack nicht zu benutzen, das Texture Pack zu benutzen. Nicht zu benutzen ist ein bisschen, naja. Ach ja, das kann ich auch noch zeigen. Wir haben jetzt Regeln auf dem Server. Die Regeln werden sich aber noch ein bisschen ändern, da ja jetzt eine weitere Welt dazugekommen ist, wie ich am Anfang erwähnte. Und zwar sind das unsere Regeln. Die erste, keine Beleidigung, keine Anschuldigung, kein Mobbing. Geht respektvoll miteinander um und behindert keinen beim Bauen. Das sind unsere fünf einfachen Regeln, daran muss sich jeder halten, der auf dem Server bauen möchte, beziehungsweise rauf möchte. Wer ein Problem mit Autorität hat und ein Problem mit, Probleme damit hat, Sachen, wie nennt man das?
jetzt habe ich den Faden verloren, weil mich dieser Scheißstadt ablenkt. Meine Güte. Ja, Sachen damit halt Befehle entgegenzunehmen, der braucht sich auch nicht zu bewerben. Ich werde noch ein Video dazu machen, ein kleines witziges Video. Ja, ich meine, ich werde die Einsätze ein bisschen hochschrauben. Ich wahrscheinlich doch machen erst ab 15. Ihr müsst ungefähr so bauen können. Ihr müsst ja ein gutes Headset haben, Skype haben, das ist das Wichtigste. Wir sind Skype-Leute, wir telefonieren nur in Skype oder reden nur in Skype. Und ja, ich werde das Video an jeden in meiner Skype-Kontaktliste schicken. Nochmals. Mal schauen. Also jetzt nicht das Video, sondern das dann das Bewerbungsvideo. Und ich hoffe, dass ich hatte zwar schon ein paar Leute gefunden, aber die können leider auch Zeitdruck nicht. Was ich sehr schade finde. Ich hätte gedacht, ich habe es endlich hinter mir, aber naja. Das heißt auch Praktika. Nee, Praktikas. Mehrere Praktika. Praktika. Pra. Nee, jetzt habe ich falsch geschrieben. Mein Gott. Praktika. Wenn jetzt das falsch ist, dann ist mir das auch scheißegal. Das sind nicht meine Hausaufgaben. Ihr hört es auch noch, ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber nun gut, das war's jetzt erstmal. Ich will auch jetzt nicht das Video noch nicht allzu lange in die, also nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Auf jeden Fall, das war so ein kleines Update von uns. Beim nächsten Mal werden auch die anderen wieder mit dabei sein. Vielleicht auch der Patrick, dass wir mal ein bisschen was auch meinen Zuschauern, 119 Zuschauern, dafür bedanke ich mich recht herzlich an euch. Auch noch mal zeige, was denn auch noch so da gemacht wird. Ich kann euch verraten, es ist ultra geil. Was wir auch noch vorhaben, ist auch ultra geil. Was wir noch vorhaben, wird auch ultra geil. So. Und mit diesem ultra geil verabschiede ich mich jetzt. Euer NX, wenn's zockt. Bis demnächst. Ciao.